wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am heutigen Sonntag. Wenn ich Sie und euch hier alle so zahlreich sehe, dann weiß ich, dass wir das unserem Gastprediger Peter Hane zu verdanken haben und dass ich ihn nicht noch mal extra vorstellen muss. Ich habe ja gehört, dass dieser Mann des Fernsehens anfangs nicht wirklich wollte, dass die Gottesdienste aufgenommen werden und dann auch noch ins Internet gestellt werden. Aber inzwischen ist er ja ein Star des Internets, sogar mit einigen speziellen Themen. Und das kommt auch sehr gut bei den jungen Leuten an und führt sogar dazu, dass die Gottesdienste wirklich online ganz viel geschaut werden. Und das freut uns umso mehr, denn was ist wichtiger, als das Evangelium zu hören? Wir waren nach den ersten Gottesdiensten tatsächlich sehr erstaunt darüber, dass unsere Gottesdienste online, als Peter Hane gepredigt hat, über 120.000 Klicks gehabt hat. Das Predigtthema heute, wie wir wieder Zuversicht gewinnen. Und Zuversicht, ich glaube, das können wir im Moment alle gebrauchen. Denn es ist eine unruhige und anstrengende Zeit, eine verwirrende Zeit. Und jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Aber wir haben einen großen Gott, der das mit uns tragen will und der mit uns geht. Und so wollen wir jetzt diesen Gottesdienst fröhlich feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich möchte uns den Psalm 46 lesen. Eine feste Burg ist unser Gott.
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den größten Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Wenn das Meer wütete und wallet und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker verzagten und die Königreiche wankten, wenn er seine Stimme hören lässt, zerschmilzt die Erde. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solche Zerstörung anrichtet, der die Kriege in aller Welt streut, der Bogen zerbricht, Speere zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin, erhaben über den Völkern, erhaben über der Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Wir wollen beten und ihr dürft gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, himmlischer Vater, du bist unsere Burg und ja, du bist unser Schutz. Nichts in dieser Welt kann uns Halt geben, kein Geld, kein Auto, kein Haus, nicht mal unsere menschlichen Kräfte, weil sie vergehen mit den Jahren, Herr. Aber du behältst deine Stärke und du stützt uns jeden Tag aufs Neue. Alles ist in deiner Hand und in dir können wir uns bergen, Herr. Herr, hab Dank dafür, dass wir hier sein dürfen und Gottesdienst feiern dürfen. Dass Peter Hahn hierher gekommen ist und dein Wort verkündigen darf. Herr, segne du ihn und segne du bitte auch das Hören deiner Worte, dass es Frucht trägt in unserem Leben. Amen. Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn.
allböse Feind, dieser Welt hält, droht er uns doch nicht, das macht er ist gerecht, das Frieden an ihn fällen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, eine feste Burg ist unser Gott, das haben wir jetzt so wunderbar geschmettert. Was waren das noch für Zeiten, als Heinrich Heine widerspruchslos sagen konnte, das ist die protestantische Marseillaise, also das protestantische Gegenstück zu der blutrünstigen französischen Revolutionshymne, die dann übrigens die Nationalhymne Frankreichs wurde. Und ich kann jedem empfehlen, wenn im Fußballstadion natürlich nicht die deutsche, wunderschöne Hymne Einigkeit und Recht und Freiheit, da beißen sie die Zähne zusammen, aber wenn die Italiener singen, die Franzosen singen, das sind die blutrünstigsten, kriegslüsternsten Texte, die es überhaupt gibt. Und keiner richtet sich auf. Das soll eine feste Burg, laut Heinrich Heine, auch sein, die protestantische Hymne. Als Kind, ich weiß es noch, sangen wir triumphierend in meinem kleinen Dorf, aus dem ich komme, dagegen ist Bülow ja noch eine Großstadt, wenn die Welt voll Teufel wäre. Wir meinten natürlich das katholische Nachbardorf. Damals war noch nicht mal Heirat und sowas möglich, über die Konfessionsgrenzen hinweg. Was waren das für Zeiten? Gott sei Dank, alles von gestern. Oder vielleicht fehlt es uns ein bisschen an Selbstbewusstsein als Christen, auch wie wir heute auftreten können. Wo bleibt das Selbstbewusstsein? Der Protestantismus, die Kirchen und die Christen haben es weitestgehend verloren. Mein großer Kollege Peter Scholl-Latour, mit dem ich vor 52 Jahren in Saarbrücken anfing zu arbeiten und von dem ich viel gelernt habe: Ich habe keine Angst vor der Stärke des Islam, aber vor der Schwäche des Christentums. Heute zeigt sich das dramatisch. Die Umfragen, Austrittswelle aus den Kirchen, die Umfragen, warum treten die Leute aus? Weil die Klarheit des Evangeliums fehlt. Deshalb kann man für solche Oasen wie hier in der Mecklenburgischen Schweiz, Bülow, Seran, ich an manche Orte hier denke, aber vor allem hier dankbar sein für solche Tankstellen des Glaubens, solange das möglich ist. Aber glauben Sie es mir, ich bin auch bereit, in einer Garage zu sprechen oder in einer Lagerhalle. Dann haben wir auch noch mehr Platz. Also es ist bewegend zu sehen, wie hier bei diesen Temperaturen die Leute draußen stehen, aber sie haben das bessere Teil, draußen scheint herrlich die Sonne. Ja, wir können das nicht mehr singen, so überzeugend, ein feste Burg ist unser Gott. Heute vielleicht eher der Choral von 1622, verzage nicht, du Häuflein klein. Vielleicht ist das die Marseillaise der Christen heute, wenn man die riesigen Massen der Demonstrationen jetzt sieht in den Großstädten, in diesen Tagen, wo es um Israel geht. Ja, wir brauchen vielleicht und ganz bestimmt eine neue Reformation unter uns Christen und in den Kirchen. Zurück zur Bibel, zurück zum Markenkern dessen, was Christsein eigentlich bedeutet. Zurück zu dem, was uns konkurrenzlos wichtig macht. Vieles, was heute verhandelt wird und mit Kirchensteuern finanziert wird, kann auch die AOK.
kann auch die Gewerkschaft, kann auch die Barmer Ersatzkasse, kann auch das Rote Kreuz. Jetzt können wir das endlos fortsetzen. Aber was ist das Einzige, was wir als Christen haben? Hoffnung über den Tod hinaus. Und nach was sehnen sich die Menschen denn heute? All das Leben, was sich heute zeigt, ist eine Antwort auf die Frage, wohin geht die Reise? Und wenn ich nicht weiß, wohin sie geht, dann habe ich keinerlei Zuversicht mehr, keinerlei Kraft, um die Nöte dieser Welt zu durchstehen. Zurück zu dem, was wirklich wichtig ist und was wirklich zählt. Wir haben den Psalm 46 eben gehört. Er ist ja der Psalm, der Luther inspiriert hat, dieses wunderschöne Lied, ein feste Burg ist unser Gott, zu dichten und zu schreiben. Und wenn wir uns in die Lage der Psalmen versetzen, dann sind wir plötzlich auf dem Boden der Historie, der Geschichten. Gott erzählt keine Geschichten. Gott erzählt Geschichte. Und er macht Geschichte. Für Israel ist das bis heute ein Geschichtsbuch. Ganz offiziell im Unterricht. Das, was wir Altes Testament nennen. Und das, was zur Zeit der Psalmen war, ist aktueller denn je. Der König Sanherib von Assur macht Israel und Samaria platt. Absolut platt. Jerusalem eine eingeschlossene Stadt. Überall Zerstörung, Tote, Verletzte, ausgezehrte und verzweifelte Menschen. Unfassbar grausam, wie wir es heute 2023 in diesen Tagen wieder sehen aus Israel. Genau das Gleiche, fast drei Jahrtausende entfernt von heute zurück. Man lese einfach mal diese beiden wunderbaren Klassiker unter den Romanen, einmal Exodus und das andere, noch viel spannender, das Buch O Jerusalem. Gucken Sie mal, dass Sie da rankommen, vielleicht antiquarisch. Ich glaube nicht mehr, dass es aktuell gibt. Da lesen Sie diese spannenden Wundergeschichten, die Israel erlebt hat. Wir haben es ja eben aus dem Buch Mose gehört. Der Gott, der Wunder tut, die selbst Israel noch nicht gesehen hat. Ich bin 13 Mal durch dieses Land gefahren, aber auch immer mehrere Wochen an bestimmten Punkten gewesen. Wenn man dann Safed sieht, die Stadt, die Jesus gemeint hat, nicht die Stadt auf dem Berge. Und wie da die Israelis mit ihren wenigen Panzern, die sie hatten, nachts immer rauf und runter gefahren sind. Rauf mit Licht und runter ohne Licht. Rauf mit Licht, unter Licht. Die Araber sind abgehauen, weil sie dachten, da kommt eine riesige Armee und befreit die besetzte Stadt. Und es waren nur 5 oder 6 Panzer. Ein Wunder nach dem anderen. Das vor knapp 3000 Jahren die Situation. Sanherib gegen Hiskia, David gegen Goliath, Weltuntergangsstimmung. Die Feinde sind übermächtig. Schauen wir heute. Man muss sich ja schon, um eine vernünftige Aussage zu kriegen, in das queere Regenbogenspektrum begeben. Karl Lagerfeld, der von dieser Community bejubelte Modemacher, der kurz vor seinem Tod nach Deutschland sagt aus Paris: Man kann nicht den Holocaust betrauern
und tausende militante Antisemiten ins Land lassen, durch offene Grenzen. Oder mein Freund Henrik Broder. Es gibt dann die Selbstmordattentate, sagt er. Und sie schreien Allahu Akbar. Allah ist der Größte. Und dann fragt er als Jude, aber haben Sie schon mal ein Selbstmordattentat erlebt, wo der Täter schreit, gelobt sei Jesus Christus? Die Frage damals wie heute, kann die Stadt überleben? Ist der Feind zu besiegen? Bleibt die Stadt, bleibt das Volk fest, standfest? Und dann tritt plötzlich einer auf. Und nicht nur einer, sogar ein ganzer Chor. Mit Gitarre, mit Posaunen, wie wir die ebenso wunderbar gehört haben. Orgel, die uns so großartig begleitet, gab es damals noch nicht, aber Harfen wenigstens. Also ein richtiger großer Chor tritt auf und der singt dann dieses Lied. Psalm 46, sind ja meist Lieder. Der Herr ist meine Zuversicht und Stärke. Er schreit nicht nach Waffen. So die Wunschlisten, die uns aus Kiew täglich erreichen. Er erklärt nicht plötzlich, nachdem wir Jahrzehnte dagegen gekämpft haben, auch als evangelische Kirche. Und ich saß im Rat der evangelischen Kirche mit nur 12 weiteren Leuten, für damals noch 26 Millionen Menschen verantwortlich. Und wie wir gekämpft haben gegen die Streubomben. Und plötzlich sind das die guten Streubomben, die die Russen treffen. Nein, keiner redet davon heute, dass Waffen töten, und zwar Unschuldige töten. Keiner redet von Frieden. Ich habe gerade in der Schweiz gesprochen, zum 175. Jubiläum der Schweizer Verfassung. War alles überfüllt in der Halle. Und ich habe gesagt, und nebenan ist Genf. Es war für mich immer das Symbol, hier treffen sich Leute, die erbittert verfeindet sind. Und hier entsteht Frieden. Auch der westfälische Frieden aus meiner Heimat Münster unter dem Kreuz. Und als der G7-Gipfel war, hat die Bundesregierung schnellstens dafür gesorgt, dass das Kreuz aus dem Saal verschwindet. Das ist der Makrokosmos der Geschichte, der Weltgeschichte. Und jetzt kommt der Mikrokosmos unseres Lebens. Nur 8% sagen inzwischen laut Forsa-Umfrage, ich fühle mich gut. Nur 8% haben noch Hoffnung, auch Hoffnung für Deutschland. 92% haben es nicht mehr. Und Forsa ist regierungsamtlich. Wirtschaft, die vor die Hunde geht. Ist mein Arbeitsplatz noch zu retten? Wie kann ich meine Familie durchbringen? Und was wird überhaupt werden in naher Zukunft? Die wenigsten haben noch Vertrauen in die Institutionen. Politik, Medien, Kirchen, Gewerkschaften, Parteien. 3/4 der Leute haben kein Vertrauen mehr, sagen alle Umfragen einstimmig und eindeutig. Und auch hier suchen wir natürlich nach Waffen, die ganze Wunschliste von Waffen als Hilfe, wieder Hoffnung zu kriegen. Das ist der Wettkampf der Parteien, das ist auch dieser elende Populismus. Da ist von Zahnärzten plötzlich die Rede. Obergrenzen, die wir wieder brauchen.
Und dabei hat man seit 2015 das alles verschuldet. Dieser elende Populismus. Und was wird? Wir brauchen Realismus. Das ist das Einzige. Keinen falschen Optimismus, aber auch keinen zerstörerischen Pessimismus. Wir brauchen Realismus. Und wissen Sie, was der Realismus ist? Mit unserer Macht ist nichts getan. Das ist Realismus. Das hat Martin Luther wie kein anderer erkannt, aus dem Römerbrief heraus, aus der Botschaft von Jesus Christus heraus. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wissen Sie, was das bedeutet? Kriegerisch gesehen? Eine Kapitulation. Wir können eigentlich nur noch die weiße Fahne hissen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Nein, nicht Macht, sondern Ohnmacht. Wir sind doch ratlos, wir sind hilflos, wir sind orientierungslos. Gucken Sie sich bis in die Spitze unseres Staates diese Hilflosigkeit an. Das hat es in Deutschland noch nie gegeben in der Geschichte, noch nie. 1945, nach dem Zusammenbruch, herrschte doch keine Hilflosigkeit. Ganz im Gegenteil. Da wurde aufgebaut, Neues geschaffen. Ratlos, hilflos. Und da blicken wir jetzt schon nach Weihnachten. Jesaja 9, Vers 5. Da steht die Antwort im Alten Testament, im Geschichtsbuch der Juden. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Friedefürst. Das ist die Realität, das ist die Botschaft. Da ist einer auf die Welt gekommen, Jahrhunderte später, nachdem die Jahre gezählt werden, vor und nach Christus. Er ist Wunderrat. Hörten wir nur auf seinen Rat, wir würden Wunder erleben. Er ist der Friedefürst, auch konkret in dieser Welt und in unserem Leben. Das alles scheint durch, wenn es heißt, Gott ist unsere Zuversicht. Da ist immer schon Jesus im Blick. Und deswegen brauchen wir, liebe Gemeinde und die vielen, die uns jetzt zuhören, über YouTube, über andere Kanäle, über den Kontrafunk in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, müssen wir uns in dieser überfüllten Kirche noch so eine halbe Million mehr vorstellen, die alle Zuversicht brauchen. Warum? Weil wir fixiert sind auf unsere Sorgen, auf unsere Nöte, auf unsere Ängste. Seien wir doch ehrlich, auch wir Christen. Wir sind doch förmlich gebannt, wie das Kaninchen auf die Schlange starrt. Das alles, was uns Not macht. Aber wir brauchen einen Blickwechsel von der Notlage zum Notwender. Einen Blick hin zu dem, der uns die Not nehmen kann. Auf den ersten Blick ist alles verloren. Aber bekanntlich sieht, ich muss sagen, sah man mit dem zweiten besser. Da gibt es eine Adresse, an die kann man sich wenden. Und das ist das Ergreifende der ganzen Weltgeschichte. Damit hat Israel konkret gerechnet als Volk. Sonst gäbe es den Staat Israel heute nicht, wenn sie sich nicht an Gott gewandt hätten. Und führende Ministerpräsidenten Israels haben gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Ja, das ist wahr. Wir brauchen den Blickwechsel, auch wir persönlich in unserem Leben, weg vom
der Notlage hin zum Notwender. Und liebe Freunde, das ist keine Weltflucht. Das ist keine Jenseitsvertröstung. Das ist nicht ein bisschen religiöses Eierpopeia. Nein, aus Ohnmacht rettet nur Allmacht. Sie können es natürlich auch regierungsamtlich mit Cannabis versuchen. Natürlich kein Wunder, dass diese Regierung Cannabis empfiehlt, sonst würde man das ja alles nicht ertragen. Sie können es mit Schnaps und mit wer weiß was betäuben, Psychopharmaka, Sie können, es nützt alles nichts. Aus Ohnmacht hilft nur Allmacht. Und wenn ich mal die Bücher auftäte, aber dafür habe ich noch das journalistische Ethos der Vergangenheit und weiß, was vertraulich ist, bleibt vertraulich. Wie viele führende Kollegen von mir, die Sie alle kennen, und wie viele Bischöfe standen schon bei mir auf der Matte? Peter, bete für uns. Meine Frau, Krebsdiagnose. Das Kind überfahren, aussichtslose Lage, bete für mich. Und dann habe ich zunächst gesagt, seien wir mal logisch. Du glaubst also nicht an Wunder. Du lachst sogar darüber, dass das in der Bibel steht. Du erfindest neue Theologien, dass das alles Märchen sind. Und jetzt soll ich beten? Mal logisch, wenn ich bete, will ich doch etwas erreichen. Nämlich, dass die Gleichung Krankheit führt zum Tod durch ein Wunder unterbrochen wird. Wenn ich also nicht an Wunder glaube, brauche ich erst gar nicht zu beten. Weil die Ohnmacht nur durch Allmacht besiegt werden kann. Aber viele tiefe Gespräche deswegen geführt. Denn bei Gott ist alles logisch. Alles logisch. Ich kann nicht plötzlich schreien, Herr, hilf mir, und ich habe an die Allmacht Gottes gar nicht geglaubt. Also das ist denkerisch, da brauchen sie viel Cannabis, um das zu begreifen, dass das funktioniert. Und jetzt kommt dieser Psalm. Ist das ein Trotzlied? So nach dem Motto, jetzt erst recht. Gott ist unsere Zuversicht. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Ein Trotzlied? Ist das sowas wie das Pfeifen im Walde? Man macht wie so ein Kind. Das ist ja heute fast amtlich in allen Führungspositionen. Kirche, Staat, Parteien. Augen zu wie das Kind, das dann glaubt, es wäre nichts. Wie das Pfeifen im Walde. Das Negieren der Probleme. So ein bisschen Weihrauch darum. Ablenken. Wir lenken uns einfach ab und machen uns was vor. Wir, die Glaubenshelden, die wir jetzt hier sitzen, geprägt aus dem Luthertum, aus der pietistischen Bewegung, sind wir die Helden? Nein. Nicht ablenken, sondern hinlenken. Blickwechsel, hinlenken. Bankrotterklärung, Kapitulation. Mit unserer Macht ist nichts getan. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber ich habe die Adresse. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Wenn uns das Halleluja im Halse stecken bleibt, sind wir nicht mit unserem Latein am Ende. Denn dann beginnt ja erst die Einzigartigkeit unseres Glaubens. Ich vertraue
dass ich eine Adresse habe, die mir helfen kann. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Jesus. Er hat alles vollbracht. Alles vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Und in diesen Tagen denke ich oft an Otto Riedmüller, den großen, auch Liederdichter, einen vorbildlichen Christen, 1938 gestorben, von den Nazis mürbe gemacht. Das war der mit den Fake News, der mit den Verschwörungstheorien, den machen wir fertig. Gemobbt, bedrängt, psychisch kaputt gemacht, bis er elend starb. Stuttgart beerdigt. Otto Riedmüller, Herr, wir stehen Hand in Hand. Welten stehen um dich im Krieg. Gib uns teil an deinem Sieg. Mitten in der dunklen Nacht hast du ihn am Kreuz vollbracht. Und dann diese wichtige Strophe: In die Wirrnis dieser Zeit fahre Strahl der Ewigkeit. Was er 1938 brauchte, brauchen wir heute umso nötiger. In die Wirrnis dieser Zeit fahre Strahl der Ewigkeit. Das ist für mich mehr als Symbol, dass in dieser überfüllten Kirche die Sonnenstrahlen reinkommen. Nicht alle sind davon erfasst. Das ist wie im wahren Leben. Aber wir können Gott nur danken. Er lässt uns das bildlich spüren. Er lässt uns nicht im Dunkeln, nicht im Nebel. Er schickt die Strahlen aus der Ewigkeit. Ja, er hat alles vollbracht. Und wenn Sie durch den Nebel einen Berg hochklettern, ich habe das am Sinai erlebt, dann ist die Frage, lohnt sich der Weg? Da gehen Sie in die Alpen. Und dann kommt Ihnen einer entgegen, der schon oben war, und Sie denken, es ist sinnlos, diese Quälerei. Dann sagt er, gehen Sie weiter. Am Kreuz wird es hell. Habe ich nie vergessen. Am Kreuz, am Gipfelkreuz, wird es hell. Ja, das stimmt. Deswegen, er ist unsere Zuversicht und Stärke. Er ist unsere Zuflucht und Burg. Das ist Reformationstag. Nicht Triumph, sondern Demut. Er ist unsere Stärke. In unserer Ohnmacht erleben wir seine Allmacht. Schon interessant, dass wir uns heute am Grauen des Halloween ergötzen und vergessen, dass am selben Tag die hellste und froheste Botschaft ist: Reformation, Jesus. Wenn Sie dann am Radio hören, heute ist Halloween. Im Fernsehen, in den Hauptnachrichten, heute ist Halloween. Ich bin zu der Zeit immer in den USA. Und da erleben Sie das und denken, die ergötzen sich am Grauen, statt die Freude des Evangeliums zu erfassen. Nein, es ist nicht Triumph, es ist nicht Stärke, es ist nicht meine eigene Kraft, aber es ist Gewissheit. Gewissheit. Und für diese Gewissheit gibt es große Vorbilder und dafür bin ich dankbar. Einer von ihnen ist jetzt zu Jesus heimgegangen, Uwe Holmer. Knallhart in seiner Botschaft. Glasklar. Aber alles in Liebe und Demut. Und ich sage ganz offen, ich brauchte selber viel Geduld und Nerven, wenn er mir klar machte, dass Kirche selbst in heutiger Verfassung noch wichtig ist.
Aber er hat es gemacht. Weiß eigentlich die EKD, weiß eigentlich die Nordkirche, dass es Leute mit dem Namen Holmer sind? Johannes und seine Brüder und der Vater Uwe. Dass es Leute mit dem Namen Holmer sind, die noch Tausende in der Kirche halten? Ich denke ja politisch, wie viele Millionen haben die CDU gewählt, weil es noch die CSU gab? Aber sie konnten sie in ihrem Land nicht wählen. Es war früher mal, ist auch alles vorbei. Wie viele sind es, die wegen Holmers noch bundesweit in der evangelischen Kirche sind? Weil sie sagen, solange wir die haben, geht's noch. Festgottesdienst zur Greifswalder Bachwoche 2017, Bischof Abromeit damals als Evangelist, unvergessen. Und dann sagte er, was in der Bibel, im Hebräischen, als Zuversicht steht, ist in Wahrheit, wörtlich, Zuflucht. Wir haben eine Zuflucht. Und daher sagt Luther, eine feste Burg. Das Festeste als Zuflucht, was man sich damals denken konnte, war eine Burg. Der Ort, der Schutz bietet. Und zeugt es nicht geradezu von Gottes Humor? Wo war der Schutzraum? Wo war der Bunker? Bei Israelreisen habe ich das immer wieder erlebt. Da steht dann irgendwo Shelter. Und mit so einem geheimen Eingang. Das ist gemeint Unterschlupf. Obdach. Schutzraum. Krieg. Shelter. Und wer war der Schutzraum für Erich und Margot Honecker? Ist das nicht geradezu die Zuspitzung einer Dramatik von Weltideologien? Beim Ehepaar Holmer kam das zum Ausdruck. Deswegen hat die New York Times auf der Titelseite damals darüber berichtet und die weltweiten Zeitungen. Und das war's. Zuflucht für Leute, die niemand mehr haben will. Und wenn ich jetzt die Demonstrationen sehe und die Gewalt auf den Straßen, kann es nicht sein, dass die queere Community, und ich erlebe das jetzt in Berlin, mal Schutz sucht bei uns, wenn alle anderen zu feige sind, sich zu bekennen, zu denen, die im Islam keine Chance haben. Keine! Und wer ist dann noch, der sie aufnimmt? Ist das vielleicht die Gemeinde in Bülow? Wenn die Fetzen fliegen, dann brauche ich einen Zufluchtsort. Deshalb ist Psalm 46 und eine feste Burg ist unser Gott ein Vertrauenslied, ein Vertrauenslied in Zeiten, die uns das Fürchten lehren, habe ich einen Ort, einen Bunker, eine Burg, einen Unterschlupf, wo ich sicher sein kann. Und deswegen geht es nicht um Religion. Es geht um eine Person. Jesus Christus. Und wir haben es am Berliner Dom. Die eine Platte oben am Fries mit Gold ausgelegt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, das könnte protestantisches Triumphgeschrei sein. Die Marseillaise der Protestanten. Wir haben den Sieg. Ist das Triumph? Ist das das alte Preußentum, was da wieder wach wird? Nein, die Antwort steht
Ein paar Meter weiter, auf der zweiten Platte. Warum haben wir den Sieg? Weil Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ich könnte Ihnen viele Geschichten erzählen. Joachim Fuchsberger, Peter Struck, früherer Verteidigungsminister. Das war für Sie zum Schluss die Schlüsselfrage. Wir haben keinen Zufluchtsort. Jan-Josef Liefers mit den bewegenden Worten zum Heimgang von Uwe Holmer. Fast ein Hilfeschrei. Ach, hätte ich diesen Glauben doch auch. Ach, hätte ich diese Zuversicht doch auch, die dieser alte Mann ausgestrahlt hat. Bismarck, der heute abgeschafft wird, wahrscheinlich halten die von ihren Intelligenzquotienten ihn für einen Hering. Bismarck konnte sagen, wer den Tod nicht fürchtet, ist durch nichts zu erschrecken. Das ist der Schlüssel. Wer den Tod nicht fürchtet, ist durch nichts zu erschrecken. Und deshalb können wir singen, in dir, Jesus, ist Freude in allem Leide. O du süßer Jesus Christ, wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Weder Teufel noch Welt, noch Tod, noch irgendwas. Amen. Und wir singen jetzt miteinander diesen wunderschönen Choral, stehen dazu auf. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass du da bist. Ja, dass du sogar bei uns sein willst bis ans Ende unseres Lebens und am Ende dieser Welt. Wir danken dir, dass du Zuversicht und Stärke bist. Ein Schutzraum, ein Zufluchtsort für uns mit all unseren Sorgen und Nöten. Wir bitten dich für unser Volk und Vaterland, schenk du Einsicht, Erweckung und gib wieder ein Hören auf dein Wort. Wir bitten dich für dein Volk Israel, das bedrängt ist wie nie zuvor. Du kannst Wunder tun.
Wir bitten dich für unsere Familien, für uns selbst. Du kannst aus aller Not helfen. Wir können nicht tiefer fallen als in deine Hand. Hab Dank, dass das stimmt. Wir bitten dich um Frieden in dieser Welt. Und wir bitten dich darum, für uns persönlich, dass wir dich nicht aus dem Blick verlieren. Dass wir endlich diesen Blickwechsel haben von unserer eigenen Notlage auf dich, den Notwender. Auf den wir uns verlassen können, wenn alle anderen uns verlassen. Dem wir vertrauen können und auf den wir bauen können. Ja, es ist wahr. Du bist unsere Zuversicht. Und wir beten mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und vergib dich Brot, gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin mit der Einsicht, dass Jesus Christus euch liebt. Geht hin mit der Absicht, auf diese seine Liebe heute zu antworten. Und geht hin mit der Aussicht, unser Herr Jesus Christus kommt wieder. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.